Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück zur neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Ich habe ein Ausrufezeichen da oben, sehe ich gerade. Ah, hier. Der Arzt will auch was von mir. Wir wollen alle was, oder? Und ach. Ich kann mit dir nicht reden, sie stehen blöd. So, jetzt geht's. Hey Pathfinder, heute war kein guter Tag. Warum? Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Ich kümmere mich natürlich darum. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie... Schön sprechen, sonst bringt das Christkind einen Scheißdreck. Warte, es ist hier. So... Sind immer noch dabei, diese Familiensache zu machen. Infolge der jüngsten Unruhen wird die Sicherheit in sämtlichen Sektoren der Nexus verschärft. Natürlich hört sie das. Direktor Tan betont, dies geschehe, Zitat, zu ihrer eigenen Sicherheit. Nur. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ryder, die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Macht es. Moment. Ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja. Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay. Jeder Tag bringt was Neues. Dr. Aridana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Hey, was zum... Sam. Schadcode entdeckt. Bitte warten. Sam? Versuche, Schadcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam? Versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Okay, ich glaube, ich hab's. Sam, rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Navi. Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus, mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Wie fühlst du dich? Bist du okay? Ich habe kein Schmerzempfinden. Aber ich möchte die Erfahrung nicht noch einmal machen. Und das ist ja auch der Zweck von Schmerzen bei organischen Lebewesen. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Aridana dazu sagt. Wieder mal. Was kann ich noch mit dir reden? Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Gut. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als Ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal.
Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer Freiheit. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Alan, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Mama. Wow. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. So hat Dad eben getickt. Er hat nur ungern verloren. In jeder Situation. Anscheinend galt das auch für mich. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Ich nehme an, deine Basis ist hier, im Sam-Kern? Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit. Aha, Mr. Ham. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Ja, gut. Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf Ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie Sie im Feld. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Aha. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Alec hat mir das beigebracht. Ich werde ihr Gehirn nicht rösten. Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Für mich mehr als für dich. Weißt du Näheres über Sarahs Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt sie so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine SAM-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Es gibt also noch andere Sams? Korrekt. Allerdings hat Ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Nur eine haben wir noch. Was hast du mit symbiotische Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen Ihres Vaters geformt und das wird sich jetzt mit Ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten Sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Und Ihre? Das war vorerst alles. Natürlich. Nach Erinnerungs... Okay, dann muss ich... Mal schauen. Irgendwo.
Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbaren... ...Population gibt. Wie sieht's aus, Wie sieht's aus, Leute? Leute von heute. So, wo sind wir eigentlich hier? Das ist doch hier. Mein Logbuch, mehr habe ich nicht. Ach, hier. Das muss doch irgendwo sein. Hinweise. Hinweise. Oh, die sind aber nicht hier, glaube ich. Gut, das können wir machen. Muss fit sein wie ein Turnschuh, oder? Die Behörden versuchen weiterhin, Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ich dachte, ich hätte verstanden, was es bedeutet, hierher zu kommen. Aber so ganz kann ich es wohl doch noch nicht wissen. Hopp, 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 hopp. Führe Scan zur genauen Bestimmung der Schadensursache durch. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Wie ist das Virus dann in Ihre Gleichungen gelangt? Vielleicht wurden meine Dateien verändert oder ersetzt. Aber warum? Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder-mit-KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tan. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein. Aus. Und mächtig. Du bist dunkel, ich sehe dich fast nicht. Was sie nicht verstehen. Wenn diesen Leuten nichts Besseres als Graffiti einfällt, würde ihnen ein wenig künstliche Intelligenz vielleicht ganz gut tun. Ganze Spezies wurden von der KI, die sie erschaffen haben, ins Exil getrieben, Champ. Sowas hinterlässt Spuren. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Wahrscheinlich. Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. Wieder mal. Pathfinder Rider, gestatten Sie? Immer ich. Ich muss raus. Guten Tag. Ich laufe von einer Mission zur nächsten. Künstliche Intelligenz ist eine Bedrohung für jedes organische Leben. Wollen Sie mehr darüber wissen?
Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Sie haben das Virus geschickt, um mich zu befreien? Von Sam? Nicht nur ich, unsere Bewegung. Wie konnten Sie nicht leiden lassen mit diesem Ding in Ihrem Gehirn? Pathfinder, die wissen möglicherweise nicht, dass Ihr Virus gescheitert ist. Wenn Sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen Sie vielleicht Ihr Vertrauen. Mhm. Hallo, Ryder. Die Unterbrechung der Verbindung kam sehr plötzlich. Ich bin dankbar, aber ein wenig benebelt. Das geht vorbei. Sehen Sie, genau das will unsere Bewegung beenden. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, ich glaube gar nicht mehr hier, es ist ja... Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Ich würde Knight gerne persönlich danken. Ich frage Sie. Vielleicht führt sie sogar durch unsere Zuflucht. Großartig, danke. Ich kann nichts versprechen, aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen und eine Anführerin namens Knight haben. Und ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Die Hannibal VI auf dem Erdmond hat dutzende Elite-Soldaten. Meine E-Mails sogar. Meine E-Mails abspielen. Stell dir vor, was sie mit ihrer Familie machen könnte. Wo ist eigentlich mein? Oh, da ist auch noch was. Meine E-Mails. Meine Läden hängen wohl in meinem Raum. Ja, schön. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Es tut mir leid. Wo ist nur diese Frage? Führe Scan zur genauen Bestimmung der Schadensursache durch. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Wer bist du? Wo ist nur diese Freigabe? Schon ein Pathfinder? Wow! Ich bin Davis Carr, Helios News Service. Sie kennen meine Stimme möglicherweise aus den Berichten. Nee. Ich arbeite gerade an einer Story, aber hey. HNS, hä? Huh? Wo ist der Rest von Ihnen? Ich hatte eine Redakteurin, aber hier draußen ist es einfach verrückt. Jetzt stehe, abgesehen von ein paar Freelancern, nur noch ich zwischen der Freiheit und der Tyrannei. Oder so ähnlich. Ich bekomme nicht viel Schlaf. Wer bezahlt Sie für Ihre Arbeit? Offiziell ist HNS eine Abteilung der Initiative. Aber wir dienen nicht ihr, sondern der Öffentlichkeit. Ab und an versuchen uns die hohen Tiere, insbesondere Tan, vorzuschreiben, was wir senden sollen. Aber wir entscheiden, was gezeigt wird und was nicht. Natürlich. Das führt natürlich zu Reibereien, aber so kann ich zumindest noch in den Spiegel schauen. Es ist bestimmt schwierig, eine Sendung aus dem Nichts auf die Beine zu stellen. Oh, eigentlich ist es ganz einfach. Wären da nicht der Mitarbeitermangel, die unkooperativen Behörden und die ständigen technischen Probleme. Aber ich kriege das hin. Ich habe möglicherweise sogar eine Quelle bei der Nexus-Sicherheit aufgetan. Falls sie mich denn jemals zurückruft. Wer ist Ihre Quelle? Kein Journalist, der etwas auf sich hält, würde Ihnen das je verraten.
Waren Sie in der Milchstraße auch schon Journalist? Mehr oder weniger. Ich hatte ein paar Praktika in wirklich guten Redaktionen. Für den New Star Chronicle war ich sogar eine Woche lang auf dem Mars. Bin begeistert, Alter. Sollte ich hier draußen nur als Reporter arbeiten. Aber dann kam der Aufstand. Wir waren ein bisschen zu nah dran und meine Redakteurin wurde getötet. Warum ist das Spiel so dunkel? Ken hat anschließend behauptet, unsere Sendungen hätten Unruhe gestiftet. Aber das ist Blödsinn. Und jetzt will ich einfach nur weitermachen. Ich sehe ihn fast nicht. Kennen Sie Carrie Tavessa? Ich habe noch eine andere Journalistin kennengelernt. Carrie Tavessa? Ja, wir strahlen Carries Doku-Reihe aus. Weg eines Helden. Sie ist wirklich gut. Ich bin hier weitestgehend auf mich allein gestellt. Also freue ich mich über so gut wie jeden, der mich mit Beiträgen versorgt. Sehr schön. Das Wichtigste sind Inhalte. Und Ihre Inhalte treffen wirklich einen Nerv. Langweilig. Wir reden später weiter, Davis. Hey, Ryder, bevor Sie gehen, ich bitte Sie nur ungern darum, aber ich habe den Eindruck, Sie kommen bei Ihrem Job ziemlich viel rum. Unter anderem an Orte, an denen man unsere Sendung noch nicht empfängt. Wenn ich also ein paar Empfänger auf Ihr Schiff bringen lasse, wären Sie dann so nett, Sie auf einigen Planeten zu stationieren? Natürlich. So könnten wir selbst Kolonisten in den abgelegensten Winkeln mit Nachrichten versorgen. Okay, Davis. Ich helfe Ihnen, Ihre Reichweite zu erhöhen. Fantastisch. Stationieren Sie einfach in der Nähe eines Außenpostens einen Empfänger und schon werden Sie dort unsere Berichte erhalten. Bin begeistert. Entschuldigung, vergiss nicht. Pathfinder, ich glaube, Sie haben den Verursacher der Energieausfälle gefunden. Verständige Professor Herrick. Er soll herkommen und das Ding einfangen. Wir haben es gefangen. Und ich bin gestiegen. Die alle sind auch gestiegen. Jetzt habe ich viele Leute auf einmal. Kann ich alle mitnehmen? Nächstes Mal. Achso, ich wollte mal schon hier. Logbuch. Gut. Machen wir weiter die Feuerwehr. Muss runter. Hallo. Ja, nur im Renten, Leute. Eine E-Mail vom Nightwarden. Die Hannibal VI auf dem Erdmond hat Dutzende Elite-Soldaten getötet. Die Völker der Initiative. Oh. Hallo. Hey, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Immer her damit. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten.
Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten. Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Sicher. Die Verköstigung wird bestimmt sehr interessant. Keine Sorge. Dutch meckert zwar viel, aber er macht das mit Herzblut. Und er ist der beste Chemiker, den ich kenne. Begeistert. Ist so begeistert, dass ich jetzt Drinks umsonst bekomme. Diese Herr Liam. Die Lage gehört Ihnen allen. Die Lage bessert sich, Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein, die Schläfer sind bereit rauszugehen. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. Es ist noch nicht ganz das, was uns versprochen wurde, aber es wird. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Ich spüre es, Liam. Endlich kriegen wir unseren Neubeginn. Sag ich doch, sag ich doch. Wir kriegen unseren Scheiß unter Kontrolle. Wir zeigen einer neuen Galaxie, dass wir sie in den Griff bekommen. Hey, wenn ich's immer wieder sage, muss es stimmen, oder? Natürlich. Dicker. Ich brauche ein Terminal, wo ich E-Mails abrufen kann. Was habe ich denn da überhaupt? Wo ist denn meins? Ich brauche mal. Ah, das ist mein Schiff. Alles gesichert. In der Tempest kann ich meine E-Mails wahrscheinlich abrufen. Irgendwo. Ich will nicht wegfliegen. Ich will nur meine E-Mails lesen. Hat gesagt, dass er mit Ihnen reden will. Ach, so ein Dreck. Ryder, wenn Sie mal kurz Zeit haben, schauen Sie doch bitte in der Krankenstation vorbei. Natürlich. Alles, was ihr wollt. Wo ist denn eigentlich meins hier? Maschinenraum, Erschlag, Techlabor, Biolabor. Luftschleuse. Bitte. An diesem Gewölbe rumzubasteln fühlt sich an wie Gehirnchirurgie. Ja, gibt's hier E-Mails? Ich bin begeistert. Ich bevorzuge Tech mit freiliegenden Bolzen. Hallo. Wenn du es nicht aufmachen kannst, gehört's dir nicht. Gut, ich will jetzt aber nicht hier weiter. Unnötig rumlaufen. Ein Bericht von der Nexus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Back. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja. Sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich
habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Unter dieser Uniform verbirgt sich also ein Herz so zart wie Rosenblüten. Darunter verbirgt sich vieles, mein Freund. Hat denn der große, böse Pathfinder auch eine Schwäche? Na? Wenn nur für jemand ganz Besonderen. Gut zu wissen. Wir alle suchen nach etwas Besonderem. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder genauer gesagt, okay, als Mentorin Nysera fortgeschickt wurde. Etwas? Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Wow. Sie haben Seite an Seite gekämpft und dann lässt sie sie einfach fallen? Es hat wehgetan. Als hätte sie mich einfach aus dem Nest geworfen. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnen-Niveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich hab nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen? Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay. Er gab Ihnen einen Traum, auf den Sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nysera, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Ich verstehe Sie. Wir hatten in letzter Zeit alle mit vielen Enttäuschungen zu kämpfen. Sie machen Ihre Aufgabe gut. Für jemanden ohne Ausbildung. Ihre Nummer zwei zu sein, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und wenn diese Relikt-Technologie hält, meine Nummer eins zu werden, ne? Bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Ah, endlich. Also nicht endlich. Aber ich werde hier jetzt speichern. Der Gedanke an alle, die dabei waren. Ich werde mich bei der nächsten Mal auf der Tempest umschauen. Hier habe ich ja nichts zu tun. Und dann schauen, ob ich weiterreise zum nächsten Planeten oder wieder auf den Nexus zurück, weil ich da noch was beenden will von den Nebenmissionen. Mal schauen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Bye, bye.